Kreislauf der Kraft und das Pferd zum Tragen befehlen. Die gegenseitige Anerkennung beider Partner, die zum Gehorsam führt. Das feine Hilfenspiel des Reiters, das die Verständigung unsichtbar macht. All das sind Mittel und Wege. Das Ziel ist die Harmonie des Gleichklangs der Bewegungen. Er strebt, erarbeitet, manchmal auch erlebt. Große Dressur, meine Damen und Herren.